Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass du wie heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Du hast gut geschlafen. Und wir wollen heute mal in die Tagesenergie reinschauen für die Heiligen Drei Könige. Also heute ist der 6.1.2023. Heute enden auch die Rauhnächte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir mal einen Kommentar unter diesem Tagesvideo lässt, wie du die Rauhnächte denn für dich empfunden hast. Vielleicht sagst du ja, die Rauhnächte interessieren mich nicht, oder du sagst, ich hatte intensive Träume an diesen Rauhnächten. Der andere könnte zum Beispiel wieder sagen, ich habe die Rauhnächte so und so empfunden. Also das würde mich mal so ein bisschen interessieren, ja? Also nicht bisschen, aber mich würde es interessieren, so rum. Gut, da starten wir jetzt mal an diesen heiligen Tag. Also der 6.1. ist für mich so ein heiliger Tag auch, weil mein Sohn hat heute auch Geburtstag, mein großer Sohn, ja. Aber nicht nur das, irgendwie hat der Tag so was Magisches an sich. Gut, meine Lieben, da gucken wir jetzt mal rein in die Tagesenergie. Ich bedanke mich auch bei allen, die mir hier ein Abo dagelassen haben, die hier immer so schön liken und die mir auf jeden Fall auch immer ganz, ganz tolle und liebe Kommentare dalassen. Also, welche Hauptenergie beschäftigt uns denn heute? Oh, heute, naja, das ist vielleicht nicht gerade so eine tolle Energie. Aber heute kann was in eine Bedürftigkeit kommen. Das heißt, irgendwo kann heute hier ein Mangel bei dir auftreten, ja? Aber mit der Dagas an deiner Seite ist es so, dass du dich von diesem Mangel lösen kannst oder befreien kannst sogar, dass du dich einfach wieder an die Quelle anbindest, an dich selbst, dass du eine höhere Wahrnehmung von deiner Perspektive einnimmst, wo was in den Mangel gekommen ist und dass du dich wieder hier so leicht wie ein Schmetterling machst. Also das ist an für sich ist das trotzdem eine tolle Energie. Hier ist die Mangelenergie. Also das war wahrscheinlich jetzt dieser Mangel in deinem Leben und hier kannst du dich heute aber wieder leichter machen oder von diesem Mangel befreien. Dann schauen wir hier mal in die Hauptenergie vom Licht- und Schattentarot und da haben wir die Sonne heute. Wow! Also heute wird an für sich ein ganz fröhlicher Tag, ein freudiger Tag. Vielleicht ist ja auch so ein bisschen wie tanzen, ja. Also das Bild kommt mir jetzt hier mit so rein. Du fühlst dich vielleicht auch von anderen angezogen, die genauso strahlen wie du. Und du sollst auf jeden Fall dein Licht, deine Sonne heute mal an diesem Tag hier nach außen strahlen lassen. Übrigens, meine verwendeten Kartendecks findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr auf den Titelname des Videos klickt. Und wer eine persönliche Legung gern haben möchte von mir, das findet ihr auch hier unten in der Infobox, ja, meine Daten. Gut, wir schauen jetzt hier mal weiter. Also heute, wie gesagt, heute wird ein super Tag, so an für sich. Entweder könnte heute ein König der Schwerter in dein Leben kommen oder du bist selbst dieser König der Schwerter. Also der König der Schwerter ist klar. Er ist aber auch eine kühle Person, ja, was die Berge hier hinten, die Eisberge bezeichnet. Er lässt aber auch nicht gern so Gefühle zu, ist aber ein ganz, ganz weiser Mann oder eine weise Frau. Kann ja auch eine Frau so eine Energie haben wie der König der Schwerter. Ja, es geht um Klarheit. Ja, und aufgrund dessen, also irgend so eine Person könnte dich heute wahrscheinlich enttäuschen an diesem Tag, der so wie der König der Schwerter ist, kühl im Verstand orientiert. Und aufgrund dessen sitzt du dann erstmal da und das ist wahrscheinlich dieser Mangel und weißt einfach nicht mehr weiter. Ja. Du weißt einfach nicht mehr weiter. Du sitzt da, du bist traurig, du weißt nicht, was du machen sollst. Hier liegt der Schlüssel, aber irgendwie willst du dann doch nicht mehr sehen, den Schlüssel, und hast einfach keinen Bock mehr zu irgendwas. Also so kommt mir das rein. Das kann in der Liebe sein, das kann im Freund sein, das kann aber auch in der Arbeit mit sein. Wir gucken weiter. Ja, aber dann mit den Neun der Kelche passiert irgendetwas und aus dir sprudelt es heraus. Entweder sagst du deine Meinung oder du gibst hier deine Gefühle preis, du gibst hier deine Schätze preis, du gibst deine Gefühle, gerade was du so fühlst, alles preis. Ja, mir kommt das so rein, du sagst vielleicht dieser Person auch deine Träume oder du denkst an deine Träume.
Ja, du machst dann einfach weiter. Hier bist du noch in so einer Energie, in so einer Mangelenergie, aber dann ist das, was mir die Naudis anzeigt, also die Naudis ist ja erstmal so die Bedürftigkeit. Vielleicht warst du auch in so einer Gefühlsbedürftigkeit von diesem König der Schwerter. Und dann passiert hier mit der Daggers etwas und du kommst wieder in die Leichtigkeit. Ja, also irgendwas kommt dann, was dich hier wieder in die Leichtigkeit führt, in deine Träume rein. Vielleicht glaubst du und denkst an deine Träume. Vielleicht wird dir wieder irgendwas bewusst und so kannst du dich befreien und wieder leichter machen. Ja, von dieser Sache. Vielleicht wird aber auch was geklärt, weil hier zeigt es mir die Münzen an, die Stabilität, die Sicherheit. Vielleicht wird das hier mit dem König der Schwerter wieder geklärt oder vielleicht hast du dich aber auch von der Person entfernt und versuchst jetzt wirklich dein eigenes Leben weiterzuleben. Und hier sieht man ja eine glückliche Familie, ja. Also hier kommt wieder etwas ins Glück. Vielleicht triffst du dich aber auch mit anderen Menschen. Das kann aber auch natürlich dein Job sein, ja. Vielleicht passiert heute irgendwas beim Job, wo du in so eine Bedürftigkeit fällst. Vielleicht will dir ja irgendjemand was sagen, ja, und du bist aufgrund dessen erstmal so richtig traurig. Und dann wird dir aber dein eigenes Licht hier wieder bewusst mit den Neuen der Kelche, dein eigenes Licht und du fängst wieder an zu strahlen. Du denkst dann so Scheiß drauf, ja, und dann machst du dich wieder leichter. Ja, und das kann entweder eine Schule sein, für die, die auf die Arbeit schauen. Das kann ein Kindergarten sein, weil hier so viele Kinder mit sind. Ja, dass vielleicht da auch so eine männliche Person damit ist. Könnte sich natürlich auch um irgendeinen Elternteil handeln, was sich da vielleicht auch beschwert. Ja, das kommt auch rein. Und für die anderen kann es sein, dass es hier die Liebe ist. Ja, dass die auf so einen Mann, dass da irgendwie, dass du mit so einem Mann oder Frau in einer Verbindung bist, die so eher richtig kühl und distanziert so immer wirkt, ja. Aufgrund dessen bist du dann traurig, aber dann fängst du wieder an dich zu denken, dein eigenes Licht zu erkennen, ja. Oder erzählst diesem König der Schwerter einfach deine Wünsche, deine Gefühle. Ja, und aufgrund dessen führt das hier wieder da rein, dass es hier glücklich ist, vielleicht in dieser Verbindung mit diesen Menschen. Kann ja auch in der Familie sein, mit dem Partner. Ja, das kann heute auf viele Sachen zutreffen. So, jetzt guck mal in die Hauptenergie vom Lennemore rein. Hier ist die Zeitkarte zu sehen, ja. Die Zeit. Und hier ist auch wieder der Mann, das ist wahrscheinlich dieser König der Schwerter. Und der schaut in einen Anruf rein, also entweder bekommst du einen Anruf von dieser Person, das kann hier sein, ja. Und dieser Anruf könnte dich belasten, ja, weil der wahrscheinlich nach Hause kommt. Oder du wirst hier weiser, was diesen Mann betrifft. Die Zeitkarte, die sagt einfach hier, dass das hier wieder in die Freude reinkommt mit dieser Person. Ja, wir werden sehen, was da draus wird bei der Zeitkarte. Auf jeden Fall kommt mit der Zeit hier etwas in den Neuanfang rein wieder. Ja, und das ist der Schlüssel. Das wird auf jeden Fall der Schlüssel. Und hier, diese Kommunikationskarte zeigt mir an, die richtige Kommunikation mit diesem Menschen ist der Schlüssel hier zum Neuanfang. Ja, und die Fuchskarte schaut aber noch so ein bisschen in die Kommunikation rein. Das heißt, wenn hier nicht ordentlich kommuniziert wird, kann es wieder zu einer Enttäuschung kommen mit diesen Menschen. Oder man wird dann immer wieder enttäuscht. Denn hier wird es mir angezeigt, dass der Schlüssel, die Kommunikation ist hier in eurer Verbindung. Ja, egal wer das jetzt ist, dieser König der Schwerter, du wirst wissen, welcher Mensch so in deinem Leben ist, der so kühl wirkt. Ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist ganz egal. Ja, es geht um diese Person, kann natürlich auch eine Chefin sein, ne? Und die richtige Kommunikation, die bringt hier, die lässt die Enttäuschungen rausgehen. Ja, hier sind die Enttäuschungen in der Kommunikation, also irgendwas haut da in der Kommunikation nicht hin. Und das ist hier der Schlüssel zum Neuanfang, um etwas Neues zu beginnen. Egal, ob das beruflich ist, egal, ob das in der Liebe ist, ja? Du wirst da jetzt ganz genau wissen, was damit gemeint ist. So, jetzt haben wir noch die Botschaft vom geilen Scheiß des Glücklichseins und mal gucken, was die Botschaft hier zu dieser Kartenlegung sagt. Wann bist du das letzte Mal aufgewacht und dachtest, das könnte der beste Tag deines Lebens werden? Fange heute damit an. Wow, ganz, ganz tolle Botschaft.
Ja, meine Lieben, ich wünsche euch somit noch einen ganz, ganz tollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst die Liebe und das Licht nach außen strahlen. Ja, bleibt mit dem Boden in der Realität, aber auch mit. Und vor allem nehmt euch selbst an. Das ist ganz, ganz wichtig immer. Ja, ganz wichtig fürs Leben. Gut, meine Lieben, ciao. Ich gebe später noch hier das Wochenendorakel dann rein, ja?